Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Forager. Seid ihr bereit, endlich noch ein bisschen weiterzukommen? Ich habe mir gedacht, wir müssen heute... eine Lokomotive. Wir müssen heute auf jeden Fall hier noch ein bisschen vorpushen. Das bedeutet also, ich baue jetzt hier erstmal noch einen Tresor. Wir haben ja genug Stahl von den Minions, die es da rechts immer gedroppt haben. Den baue ich nämlich ganz genau hier. Und dann sollte eigentlich noch einer dazwischen passen, wenn ich das jetzt richtig platziert habe. Und dort packen wir natürlich jetzt erstmal wieder diese ganzen unwichtigen Sachen rein, wie zum Beispiel 1 Million Sand. Die Erde brauche ich ja momentan nicht. Ich packe Kohle rein, weil wir Kohle immer die ganze Zeit dazu kriegen. Vielleicht mache ich das tatsächlich so, dass ich Erde hier mache und Eisen vielleicht damit reinpacke, dass das so ein bisschen eine Erzkiste wird. So, okay. Was ist denn das nächste Ziel gewesen? Das nächste Ziel war für mich auf jeden Fall hier entweder das hier zu holen oder alternativ die Wasserschaufel. Dafür brauchen wir aber Nachtschatten und die Käfer. Da ist auch direkt ein Käfer. Hallo. Sehr schön. Damit haben wir auch wieder einen weiteren Käfer. Es fehlen also nur noch 3. Wenn wir die dann haben, haben wir die nächsthöhere Spitzhacke. Dann sollte es langsam aber sicher wirklich abgehen. Das heißt also, Gold ist momentan wichtig, um mehr Wüstenbiomfelder frei zu spielen, wie auch Skull Lands. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das untote Land auf jeden Fall. Da müssen wir auch ein bisschen was frei spielen. Um hier dann schlussendlich an die... Meine Energie ist niedrig. Ja komm, einen Baum nimmst du noch mit. Um dann schlussendlich an die... Ich kann inzwischen Steine essen, gell? Ne, ich kann Steine immer noch nicht essen. Habe ich das nicht geskillt, gell? Ich dachte, ich habe das geskillt gehabt. Das ist auch eine Fairy. Die kann ich gleich mitnehmen, wenn ich den Baum hier noch abgeholzt habe. Hätten wir auch noch einen Degenspot. Momentan brauchen wir aber keine Degenspots. Ich bin hungrig. Das heißt also Fairy, ne? Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch noch gleich perfektioniert hier. Da kann ich dann jetzt hier auch noch den Amethyst und alles Mögliche mitnehmen. Das mache ich auch mal platt. Mehr Kohle ist immer gut. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier ein bisschen auf Gold. Ich habe noch einen Skillpunkt, den ich jetzt hier verbrauchen kann. Da werde ich tatsächlich jetzt, glaube ich, auf das... Hey, ich habe doch Kalkhaltig schon. Du kannst Mineralien und Juwelen essen. Warum konnte ich das gerade nicht essen? Ich muss wahrscheinlich auf... Ich gehe tatsächlich auf die Textilien, um da mir ein bisschen Stuff rauszuholen. Was werde ich denn jetzt verkaufen? Wir haben hier immer noch keine Fäden. Das heißt also, ich werde auf jeden Fall jetzt mal mein ganzes Holz verkaufen. Ich werde auf jeden Fall meine ganzen Steine und alles verkaufen, damit ich da so schnell wie möglich an mein Geld komme. Jetzt gucken wir mal, wenn hier ja die Skeletons immer wieder rauskommen, ist das halt für mich optimal, weil wir damit sehr, sehr viel Experience kriegen. Vielleicht wechsle ich dann auch immer auf das Schwert. 7 Experience, ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Besser als... Okay, actually geben die Grabsteine selber schon 7 Experience. Es ist bei mir in der Wohnung gerade sehr, sehr warm. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mir immer wieder über die Stirn fahre. Aber es ist ultimativ warm, einfach nur hier oben gerade. Ich glaube, draußen hat es über 30 Grad. Und ja, Dachwohnung ist halt in so einer Hinsicht immer ein bisschen unangenehm. Aber ich meine, besser zu warm als zu kalt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich verkaufe jetzt mal meinen ganzen unnötigen Stuff. Das heißt, du kommst weg... Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst auch auf jeden Fall weg. Ich werde mal die Bones alle verkaufen. Das gibt auch nochmal gut Gold. Die Blümchen baue ich später noch. Dich verkaufe ich mal noch. Amethyst verkaufe ich jetzt auch einfach. Da habe ich jetzt keine Lust, die ganze Zeit mit mir rumzuschleppen. Wo ist denn mein Holz? Hier 181. Zack, Steine, zack. Erstmal richtig viel Cash, 1,3k. Und jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir, nach rechts oder nach links? Ich glaube tatsächlich, dass ich die Pickaxe zuerst holen will. 1200, 1080, 280. Ich könnte mir theoretisch das hier kaufen. Nice. Plus das hier noch. Und damit haben wir das Museum und haben jetzt einfach zwei neue komplette Spots freigeschaltet. Das ist schon ziemlich gut. Ist da ein Käfer? Ne, das ist kein Käfer. Zack, Gold. Zack, Buddeln. Und ich habe ganz genau gesehen, dass da drüben auf jeden Fall ein Käfer ist. Deswegen baue ich jetzt hier erstmal... Fuck, ich habe kein Holz. Nichts. Zwei Holz. Als ob ich halt echt kein Holz habe. Oh Gott. Ja, das passiert halt, wenn man alles so kauft. So, 5 Holz. Das heißt, also, ich baue hier... Ich brauche mehr Holz, gell? Ich brauche mehrere Brücken. Ah, warte mal, ich kann das auch so machen. Ups.
Ich hoffe, die sind in der Zeit einfach nicht gedespawnt. Nein. Das hier. Zack. So, so. So. Okay, damit habe ich 5 Flaschenkäfer und das heißt also, wir haben genug Flaschenkäfer, um... Ja, komm her. Genug Flaschenkäfer, um hier jetzt schlussendlich die Pickaxe zu bauen. Ich glaube, ich brauche nur noch ein bisschen Gold dafür. War aber auf jeden Fall schon mal eine Investition wert. Wie sieht das aus? Ne, ich brauche noch Eisenbarren. Ja, Eisenbarren sollten actually kein Problem sein. Eisenbarren hier maximal herstellen. Kommt, 22 Stück, gibt Vollgas. Und dann haben wir schon das nächsthöhere Widerfahren. Was bräuchte ich denn, um hier mir einen mittleren Rucksack zu machen? Wieder die Käfer, Goldbarren plus... Faden, 30 Faden, maximal herstellen. Ich brauche also wieder ein paar Fasern. Die Fasern kriege ich hier raus. Die werde ich jetzt mir auch mal ganz fleißig farmen, schnell, dass ich hier den nächstgrößeren Geldbeutel habe. Wie ihr wisst, will ich ja wieder auf 100, in Anführungszeichen 100% hier das ganze Game spielen. Das heißt also, dass wir hier den Destroyer haben, dass wir so weit wie möglich in den Nuklear-Sachen gerannt sind und so weiter und so fort. Ich hätte auch theoretisch mal reingucken können, wie sieht es hier aus, noch 3 Minuten bis zur Auffüllung. Ich hätte auch mal in meinen anderen Spielstand reingucken können, ob ich die ganzen Sachen schon bauen hätte können oder wie das aussieht. Das finde ich mal jetzt auch einfach mal direkt weg. So, und hier habe ich ganz viel Faser. Noch mehr Faser, noch mehr Schleim. Meine Energie ist zu niedrig. Es ist halt gut, wenn die Fairies hier überall rumflattern. Da können wir richtig, richtig gut einfach trotzdem looten und dann nebenher halt einfach wieder eine Fairy zwischendrin einsammeln und dann einfach direkt weiterrennen. So nice, damit sollte also jetzt mein Eisenvorrat fürs Erste gestillt sein und wir können uns die nächsthöhere Spitzhacke bauen. Und dann würde ich mal sagen, oh, kann ich, was brauche ich denn nochmal, um die andere Spitzhacke dann zu bauen? Weil ich weiß nämlich tatsächlich, dass die Spitzhacke hier, glaube ich, mit die eine der schweren war. Dass die mit einer der schweren war. Oh, ich brauche auch unbedingt Glasflaschen wieder. Hälfte herstellen, 3 Stück. Und hier kann ich mal nochmal Glas herstellen, maximal. Weil gerade solche Viecher hier muss ich halt unbedingt essen. Muss ich halt auf jeden Fall mir mitnehmen. 51 Eisen, das ist die Flasche. Zack. Und jetzt kann ich hier, ich baue mir mal noch ganz kurz einen zweiten, Amboss, wo ich jetzt meine Spitzhacke herstellen kann. Und dann gehen wir nämlich jetzt direkt schon mal auf die Jagd nach den Viechern. Oh, ich müsste halt die Fairies, die könnte ich theoretisch auch gleich einfangen. Die brauche ich später halt auch noch ohne Ende, wenn ich es richtig weiß. Das ist noch der zweite Fackelkäfer, den nehme ich jetzt auch noch mit. Das ist jetzt mein zweiter tatsächlich. Einer? Wo ist denn der andere? Was dafür Fäden, gell? Ah, ich habe aber jetzt Fäden verschwendet, dass ich das hier nicht mehr herstellen kann. Ich brauche 30, aber ich kann ja jetzt wieder Fäden herstellen. Maximal herstellen sind 12. Das sollte dann tatsächlich reichen. Spitzhacke ist jetzt unterwegs. Das kann ich tatsächlich nicht einfangen. Das heißt, wir können hier weitermachen. Die Kuh muss jetzt auch leider dran glauben, dass wir nach Möglichkeit eigentlich hier... Gibt es schon wieder was Neues? Nein, in einer Minute erst. Dass ich nach Möglichkeit hier jetzt bald meinen größeren Rucksack einsammeln kann, weil, Leute, ich brauche unbedingt einen größeren Rucksack. Das ist ja fast schlimm schon. Ach, der wollte außerdem die anderen hier. Ja, hier. Danke für die Kreaturen. Die magische Schrift schenke ich dir als Belohnung. Dankeschön. Ich fühle dich noch ungezügelt, bla bla bla. Bring mir bitte ein paar Baumsetzlinge. Ja, Baumsetzlinge sind tatsächlich ein bisschen schwieriger zu besorgen, weil man dafür, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, eine Windmühle braucht. Ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher. Da unter dem Stein waren wirklich 2 Hühnchen jetzt einfach mal versteckt. Ja, können wir mal machen, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. E für Experience. Und die ganzen Sachen hier in der... Im Museum, die fangen wir jetzt halt noch gar nicht an. Die bringen uns halt eigentlich noch überhaupt nichts. Aber ich glaube tatsächlich, ich gehe jetzt erstmal wieder hier skillen. Denn ich habe einen neuen Skill. Und der wird sein... Nee, Automaten möchte ich hier tatsächlich nicht. Banken auch nicht. Ich möchte, dass der Marktpreis reduziert wird. Kapitalismus... Das ist auch wichtig.
Darauf gehe ich jetzt gleich. Das ist somit meiner Meinung nach eine der wichtigsten Skills, weil immer wenn du Sachen verkaufst, bekommst du halt Money ohne Ende, Experience ohne Ende. Das heißt also, ich werde dann große Stacks an Steine oder sowas verkaufen und dadurch mir dann meine Level-Ups einfach schnell generieren können. Immer noch nicht gewechselt, doch perfekt gewechselt jetzt. Die Schmetterlinge in der Flasche brauchen wir definitiv auch noch. Das heißt also, ich verkaufe erstmal den Sand, kaufe mir erstmal hier das nicht. Ja, verkauf die hier, verkauf die Slimes einfach mal. Und wir kaufen uns 8 Stück davon, verkaufen die Rüben noch, dann kaufe ich mir nämlich tatsächlich noch die letzte. Und das können wir dann auch direkt schon... Oh, das ist die neue Spitzhacke. Die hätte ich jetzt fast vergessen, dass ich die schon habe. Pflanzen und Ressourcen geben Münzen. Und das ist jetzt mit so das wichtigste Ding gewesen eigentlich, dass wir wirklich die Münzen halt hier jetzt dauerhaft rauskriegen. Wie viel kostet denn die nächste Folge? Große Schädel brauche ich dafür. Einige. Und wir brauchen wieder die Flaschenfackelkäfer. Das heißt also, wir müssen nachts jetzt wieder auf die Jagd gehen nach denen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass einmal das schon ausreichend ist, aber scheinbar ist es wohl nicht. Das heißt also, wir müssen hier jetzt erstmal wieder warten auf die Nacht. Den Obelisk schalten wir hier mal an. Ich muss auch mal gucken. Ich weiß nicht, in welchem Biom das war. Ich glaube tatsächlich im Wüstenbiom, wo es dann Ding gegeben hat. Wo es dann diesen, du kriegst mehr Experience für, ist da noch eine Fee? Ja, perfekt. Mehr Experience für Erze, die du abbaust und mehr Experience für Gegner, die du tötest. Das sind alles sehr, sehr schöne Sachen, die ich aber momentan halt leider noch nicht benutzen kann. Ich möchte jetzt mal auf das Level abgeben und dann verkaufen wir alles ganz fleißig, um den Kapitalismus ordentlich zu triggern. Und verkauf hier, komm, zack. Den können wir dann auch noch mitnehmen. Und dann geht's weiter mit dem Abbauen. Zusätzliche Experience auf jeden Fall nutzen. Wir bauen also das hier jetzt noch ab. Ich könnte nochmal einen Tresor versuchen zu bauen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oder einfach noch eine Brücke rüber. Oh, da ist wieder ein neuer Ding gespawnt. Das ist auch eine sehr, sehr coole Sache tatsächlich, weil die kann ich eigentlich ganz gut inzwischen ausschalten. Dadurch kriegen wir Stahl und Stahl ist eigentlich ein sehr, sehr seltenes Produkt, was wir jetzt im Early Game gar nicht so häufig haben sollten, wie ich es jetzt tatsächlich habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit dem Schwert besser funktioniert. Ja, tut es auch tatsächlich. Obwohl das Schwert vom Schaden her deutlich weniger hergibt. So, die hier dauern ein bisschen länger zum Zerschlagen, aber dafür geben sie uns auch ein bisschen mehr Experience. Ich weiß nicht, ob wir die Käfer, diese roten Käfer halt nochmal brauchen, aber ich möchte jetzt eigentlich meine ganzen Gläser da nicht einfach reinschmeißen. Ich glaube, das wäre keine so sinnvolle Idee. Bräuchten aber halt auch leider mal wieder ein bisschen Faden und alles mögliche. Leder wäre halt auch eine wichtige Sache. Ich habe zwar einiges an Leder, aber leider nicht genug. Wir buddeln hier jetzt mal. Ich würde auch super, super gerne einfach mal die Wasserschaufel angehen. Aber dafür fehlen mir halt noch ein paar Nachtschatten. Und Nachtschatten steht mir leider noch nicht so viel zur Verfügung. Wie viel brauche ich hier nochmal? Auch die Käfer halt. Ugh. Und Leder logischerweise. Kleiner Geldbeutel fehlt mir noch genau eins. Das heißt also, ich stelle jetzt mal noch ganz schnell ein Fahne. Der dauert nicht lange. Und dann kann ich mir den besseren Geldbeutel herstellen, was auch eine sehr, sehr gute Sache ist. Kleiner Geldbeutel herstellen. Los geht's. Wir gehen mal hier rüber und check mal ab, ob da drüben jetzt wieder ein bisschen Nachtschatten gespawnt ist, dass wir unsere Schaufel verbessern können. Ich bin nämlich schon wieder erschöpft. Da können wir aber hier die Fairy kurz nutzen. Da sehe ich schon einen Nachtschatten. Das ist super gut. Fehlen mir nämlich nur noch 3 Stück genau an der Zahl. Oh mein Gott. Nachtschattenparadies, Leute. Nachtschattenparadies. Oh wow, und da ist auch noch so eine. Gut, das heißt also, ich werde mir jetzt hier... Ah, shit, ich habe keine Fäden mehr, gell? Fäden bräuchte ich halt mehr. Ich habe momentan kein einziges... Oh wow. Wow. Weg mit dir. Oh, Skelett. Oh, weg mit dir. Okay, das sind ganz viele Kollegen. Ich kann momentan keine Flasche herstellen, weil ich kein... Ich brauche nochmal so ein Rad. Fuck, ich habe nicht genug Ziegel. Ich brauche nochmal Ziegel. 3 Stück. Dann brauche ich Flaschen, um mir die hier zu holen. Und ich bräuchte was zu essen. Das wäre auch nicht die dümmste Idee.
Oh, wait, ich. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Weil ich irgendwas gebraten, das bräuchte tatsächlich. Bauen. Dann stellen wir da. Das ist dein Ernst. Weg damit, ihr Baum. Dann stelle ich jetzt hier das hier hin. Genau zu dem Zeitpunkt. Werde ich hier von dem Baum eingebaut? Ach nee, ich komme hier nicht durch wegen dem Ding. Oh, das ist zu nah aufeinander. Okay, damit habe ich jetzt auf jeden Fall mal den kleinen Geldbeutel. Münzen sind jetzt 25% mehr wert. Ich stelle mir jetzt hier mal maximale Anzahl an Fäden her, hoffentlich, dass es ausreichend ist. Werde mir aber gleichzeitig nochmal ein bisschen was hier ranholen an Fäden und gucken. Vielleicht finde ich ja noch eine Fairy nebenher irgendwo, weil sonst wäre das für mich bald ein ziemlich tödliches Vergnügen, habe ich so das Gefühl. Kannst du den töten? Dankeschön. Das sind alles die falschen Tiere, aber es wäre halt super gut, wenn ich die halt finden würde jetzt alle. Kann ich noch nicht machen, weil ich hier die. Mein Inventar ist natürlich voll. Ah! Und ich kann hier nicht durchlaufen, das nervt mich jetzt schon. Gekochter Fisch, maximal. Go, go, go. Und dann nehmen wir nämlich die hier mit. Dann gehe ich hier rüber. Dann holen wir die maximale Anzahl an Flaschen raus. Das sind nämlich ganz genau 6 Stück. Und jetzt esse ich erstmal hier so einen Fisch. Und jetzt ist alles nice, weil jetzt sterbe ich nämlich nicht mehr instant. Da unten wäre tatsächlich eine Fairy gewesen. Mein Inventar ist voll. Okay, Flaschen. Wo sind sie hin? Nein, die sind jetzt alle schon gedespawnt. Nein, die sind jetzt nicht alle schon gedespawnt, oder? Das sind ganz viele Feen. Die sind alle schon wieder gedespawnt. Oh Mann. Ja, da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht, vermutlich. Unlucky. Da habe ich vermutlich ein wenig zu lange gebraucht. Naja, die nächste Nacht kommt und dann sind wir vorbereitet, dass wir sie holen können. Da waren mindestens 4 oder 5 Stück, die ich dann hätte einfach einsammeln können. Pepperoni will ich eigentlich gar nicht so viele holen. Ich brauche halt jetzt richtig viel Fäden tatsächlich, um mir Flaschen zu machen. Und Fäden sind momentan auch nicht das Einfachste. Ich dachte am Anfang, Sand wäre so ein bisschen Mangelware, aber inzwischen ist es halt übergegangen zu den Fäden. Ja, wohl, was heißt Mangelware? Also ich habe hier schon ziemlich viele Fasern, die ich halt zu Fäden dann verarbeiten kann. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich ein bisschen besser umgucken würde, würde ich sogar noch mehr finden. Ich laufe jetzt eigentlich echt eher so ein bisschen random über die Map. Wenn ich spezifisch danach suchen würde, hier sind zum Beispiel auch wieder eine, würde ich die auch ziemlich sicher ein bisschen mehr finden. Bisschen Geld, noch ein bisschen den Ding hier komplett anfordern. Und damit sind wir auch fast schon wieder beim nächsten Level up. Da oben ist auch nochmal eine Phase, sehr gut. Baum weg hier, nochmal ein Baum weg. Und jetzt gucken wir mal, hier war eine Fee, die nehme ich nämlich direkt noch mit. Zack, noch mehr Erz und Kohle. Wie sieht es hier aus? Wie lange? Noch 1 Minute, dann ist der Refill am Start. Hier ist nochmal eine Flasche. Ich mache nochmal mehr. Maximal 14 Stück. Wie viel brauche ich hierfür? Ich brauche mehr Flaschenkäfer noch. Maximal go, go. Ich meine, Nachtschatten habe ich jetzt genug. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und hier wächst sogar noch gerade Nachtschatten nach, was ziemlich nice ist. Weil ich damit dann halt noch mehr anfangen kann. Wie gesagt, ich möchte mit meinem nächsten Skill auf Kapitalismus gehen und dann verkaufe ich alles. Das ist also gerade so mein Plan, dass ich hier wirklich sehr, sehr viel sammle und dann das alles auf einmal verkaufe, um mir dann hoffentlich nochmal direkt ein zusätzliches Level-Up zu verschaffen. Ob das halt funktionieren wird, ist die andere Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht ganz reicht, aber wenn wir das gesamte Holz oder sowas verkaufen, könnte es schon in die richtige Richtung gehen tatsächlich. So, 100 Gegner getötet. Damit haben wir die Zerstörermaske erhalten. So, das nehme ich natürlich auch gerne mit. Gold nehme ich natürlich auch gerne mit. Ich habe ja auch ganz viel Fisch noch, was ich mitnehmen könnte. Oder was ist hier drin? Sand und alles mögliche. Fange 50 Fisch. Mein Inventar ist jetzt auch voll für andere Sachen. Das heißt also, ich werde, oh Gott, den hier erstmal abbauen. Und nochmal ein paar Ziegelsteine herstellen. Die Hälfte wären 31 Stück. Das ist okay.
Wisst ihr, ich verstehe auch manchmal nicht, warum Sachen hier nicht mehr gestackt werden. Also wenn ich das hier im Inventar habe, dann sollte es doch einfach darüber auch ins Inventar wieder reinfliegen. Ah, jetzt kann ich wieder keine Fäden aufnehmen, gell? Ich brauche noch Stahl. Ich habe aber noch ein bisschen Stahl. Ich habe auch 9. Wie viel brauche ich für 13 brauche ich dafür. Das ist auch gleich fertig. Dann kann ich... Items wurden aufgefüllt. Sehr nice. Was habe ich? Oh mein Gott. Ja, nice. Okay. Damit ist das halt auch relativ simpel jetzt gewesen. Ich gehe noch kurz auf meinen Skill, bevor ich hier noch mehr Sachen verkaufe. Hole mir hier Kapitalismus, erhalte EP beim Verkaufen, aus dem Inventar abgelegte Items werden sofort verkauft. Und damit haben wir halt das Spiel jetzt durchgespielt, Leute. Damit haben wir das Spiel absolut durchgespielt, weil wir haben hier das perfekte Ding gekriegt zu verkaufen. Zack, verkaufe ich einfach mal 172 Gold. Zack, verkauft, XP dafür gekriegt, verkaufen. Und wir kaufen uns jetzt hier die Flaschen mit Öl und zusätzlich auch noch die Fackelkäfer. Das ist halt richtig, richtig gut, weil damit kann ich mir jetzt hier fast meine feurige Spitzhacke herstellen, wenn ich die großen Schädel nur noch rankriege. Aber meine Wasserschaufel kann ich hier schon mal direkt herstellen. Stahl bräuchte ich tatsächlich. Dafür brauche ich Eisen. Wenn ich das maximal herstelle, habe ich einiges auf jeden Fall hier zu tun. Und da geht's schon los. Okay, brauche ich davon noch so viele? Wie viele habe ich denn momentan noch? Noch 12. Ich brauche... Komm, ich nehme mal auf jeden Fall noch mal ein paar mit. Und ich weiß, dass ich auch Flaschen Fairies später baue. Das heißt also, ich fange jetzt schon mal an, die hier zu farmen ein bisschen. Weil die Flaschen Fairies später mal ziemlich wichtig werden. Habe ich... Doch, ich habe hier meine Flaschenschmetterlinge. Okay, das heißt also, ich lage jetzt hier mal ein. Ich hole das hier raus oder lagere es besser gesagt einfach mal hier ein. Und hierüber kommt dann von mir, ich habe das ganze Eisenerz jetzt weggepackt. Da kommen jetzt mal die Juwelen hier mit rein. Das sollte schon passen auf jeden Fall. Gut, dann geht es weiter mit, ich baue in meinem Koffer einen weiteren Tresor. Den stelle ich hier mitten rein. Der passt aber nicht mehr. Dann stelle ich den da hin. Muss ich mal gucken. Irgendwann muss ich meine Tresore dann auch noch umräumen. Dann kommt auf jeden Fall mal das Öl rein. Dann kommen die Fäden rein. Da kommt Poop rein. Und nicht zu vergessen, Leder, Fee. Fertig. Wieder ein bisschen leeres Inventar. Wie sieht es aus mit dem mittleren Rucksack? Mittlerer Rucksack braucht Leder. Leder habe ich hier jetzt gerade maximal. Kann ich 3 Stück herstellen. Hier drüben ist auch noch so ein Lederbursche. Den werde ich mir mal ganz kurz schnappen. Da unten ist auch noch ein Magenkäfer. Aber ich werde tatsächlich auf 15 mal gehen. Ich bin jetzt auf 16. Oh wow, ich bin jetzt auf 16 schon. Okay, das war also eine verschwendete Unit. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Dinge auch noch echt häufiger brauchen werde hier. Ach, wie heißt denn jetzt? Leder, Eisen, Ding. Okay. Habe ich hier mein Geld eingesammelt? Okay, jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken. Kann ich jetzt Steine inzwischen essen? Ja, ich kann Steine essen. Kann aber auch einfach das Ding hier unten essen. So. Und weiter geht es mit Fasern farmen. Zack, auch kaputt. Ich habe jetzt genug von euch. Also, boah, guck mal, wie schnell die spawnen. Mitten in der Nacht, die spawnen das Ding jetzt schon wieder. Das ist halt schon ziemlich krass. Oh, und da ist ein neues gespawnt. Und es despawnt schon wieder. Naja. Was soll der Geiz, hm? Was soll der Geiz? Gut, da ist eine Fee. Die Fee packe ich erstmal in eine Flasche rein. Für den Fall der Fälle. Wisst ihr, Zelda-Erfahrung und alles Mögliche, dass man das auf jeden Fall braucht. Und dann hole ich mir meine Schaufel ab und hätte mal gesagt, das wäre es dann wieder gewesen für diese Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit dem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.